Doch. Oder? Ne, Pistole. Das Beste wäre eigentlich, wenn ich handeln gehen würde, nur mein PC ist nicht stark genug für Final und Blast gleichzeitig. Dann würde ich einfach immer die ganze Zeit hin und her tappen. Und oh, ein Hunter spiele ich den kurz in Final und dann mache ich weiter in Blast. Und, ah, neues Hunter-Ziel. Klick, klick, klick. Und dann. Ja, genau. Wenn man auf Eierhans geht, steht man eh die halbe Zeit gut. Jo. Könntest du auch in Jurika jetzt vorgehen? Alle 3 Stunden. Nee. Mhm. Also, alle 3 Stunden spawnen sie wieder neu. Dann hast du 3 Stunden Pause, hast 3 Stunden zum Blast zocken. Gehst wieder eine halbe Stunde bis 3 Viertelstunde handeln, dann gehst du wieder am Blast zocken. Machst du aber nur einen halben Tag und dann hast du Cap offen. Ja, einfach, ich hab mein Leben schon so viel gehuntet. Ich mach doch keinen Spaß mehr. Was? Wo steht denn, dass das Spaß ist? Früher hat das immer Spaß gemacht. Ich denke an die Upgrade-Materialien. Genau. Wofür brauche ich die denn? Ach schon, das wird's da nicht an. Ja, das geht, dann muss ich ja Handfähigkeit suchen und so. Und mein Samurai will immer gucken. Was ich diese Woche kaufe, ist Verlogenheit. Das Oberteil. Kann ich mir diese Woche nicht leisten. Hab sowieso meinen besten Slot schon wieder vergessen. Vielleicht kaufe ich auch irgendwie nur einfach 2 Schmuckstücke oder so. Das war auch viel Spaß. Na, aber eigentlich nicht. Hä? Hä? Ich hab das nicht. Ja. Hm, ach, du willst die Casterbrust haben? Hm. Hast du denn? Experte macht sie. Ein Kompass. Und... Ja, tut mir leid, ich bin die Spalte jetzt nicht abgeschlossen. Alles cool. Ich weiß nicht. So. Ich kann für die letzte Stunde in den Zug gehen. Weil ich noch nicht.
drei. Drei sind. Ich hab doch irgendwas. Ja, aber es gibt auch so Experten, die benutzen, tue ich mich selber relativ viel, an der guten Suche Kampfoption. Also, die ihren Inhalt durchlesen, die gefällt mir. Ich weiß ja, wir haben richtig viel gemacht, das fängt ja einfach an. Mache ich es dann so, ich gehe auf Suchkriterien und wähle schon mal nur den Inhalt für Sigma 1 aus. Und ich würde dich zum Beispiel gar nicht sehen, wenn ich auf meine Wikipedia machen wollen würde. Aber du hast dich nicht so gut. Ich würde nur als steht ja nochmal aufeinander. Ende mal der 5 und 6 und dann 5 und 6 Weekly Kill. Vielleicht haben wir ja Glück, dass es da finden wir wenigstens irgendwen. Ja, und wenn wir jetzt einen Tank haben, der O7 nicht down hat, dann ist das eben so, dann machen wir ein bisschen Praxis, den braucht er ja auch noch. Also ich durfte das ja noch nie als mit Best Kill. Ich muss ja jedes Mal auf Tank. Bonus gebe ich jetzt noch trotzdem noch. Was war denn die Frage? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ach so. Hat der nicht ein eigenes Static? Ach so. Scheint mir bei den Audio-Mikros zu laufen. Ja, allein schon, dass die hatten Guardian ja schon 2 oder 3 Mal down und waren trotzdem noch nie im Käfer drin. Das hat mich halt übel gewundert. Muss ich auch nicht. Es ist Static schlechter als wir. Was? Okay. Was hast du, Manu? Keine Ahnung, ich hab mir den Ohren gewackelt. Ach so. Bin mal irgendwas, Futter. Gut. Scrubby wechselt zu Chenille EF Carry Code. Man fragen, warum sie in der Küche sind. Ach so, nicht mehr das.
Komm selbst dann mal, und weiß. Genau. Bis auf bis 5 und 6. Und 7 Franken. Guck mal, ich muss auf Zeit gekommen. Ich hätte einfach Zeit, ihr habt einen Controller zu holen. Sofort einen im Rucksack lassen. Oder in der Tasche. Und halt, da will halt so nur bei haben. Aber. Nicht helfen, einfach sterben lassen. Oder auch nicht.
eine beim Boss, beim A-Bank und hat gepult. So, jetzt sind erstmal alle tot und die spawnen erst wieder, wenn wir überheben sind. Was? Wer spawnt wieder? Ja, die ganzen A-Wings. Ich muss mich hier gerade um Wein kümmern. Ich bin am Weinhafen und soll irgendwas mit der Packungskorbe. Ich hab eins Post. Warum ist das so? Was soll ich damit außer verkaufen? Akiba, jetzt verkauft er, jetzt verschenkt er den ganzen Schatztümer. Ja, man darf es nicht ausmisten. Ah, apropos. Ich musste gucken, also ich glaube, ihr habt die noch nicht. Vielleicht aus dir, oder? Ich hab die, glaube ich, nicht. Was ist denn das überhaupt? Anderes? Ja, schon. Also ich brauche nur noch Schmuck. Einmal upgraden. Und entweder kriege ich das heute als Drop oder nächste Woche, oder ich kann es mir nächste Woche für die Bücher kaufen. Oder für die Münzen holen. Oder bis dahin vom Hand. Hazard Spray, Manga Spray.
Ein Gargana will ich nicht. Warum gibt es in dem scheiß Orchestrium keine Suchfunktion? Warum braucht man das überhaupt? Warum braucht man das Orchestrium überhaupt? Musik hören. Was? In Ruhe, ihr Mistviecher. Ah! Ah! Nein, ein Vogel ist sich zu essen. Haut ab. Also ich hab's noch nicht, vielleicht aus dir. Ein Vogel. Ja, dann mach ich mal später, wenn dann nicht vorbei los. Oh. Nein, geh raus, du musst sterben. Besser als Titanen. Geh raus, du wirst out of Mana sein. Viel besser als Titan. Was viel besser als Titan? Hoppala. Ah, diese White Mage. White Matches, ich glaube, es ist ein Red Mage. Das ist ein verdammter Ernst, du Mückenschwärme. Du als Weißmagier. Kommt OBS eigentlich noch hinterher? Ja. Was? Ja, ich hab's auch kurz gesehen. Der Pool Mage digitiert zum Deck Mage. Weil er direkt liegt. Das ist ja nochmal Fragen. Was passiert mir ja? Kann sie da?
Der höchstmögliche Rang für mein Chocobo, also vom Level. Kann der auch 60 oder so betragen? 20 mal dann. 20 war's. Das heißt, ich muss mir genau aussuchen, was für Angriffe der lernen soll, hä? Reicht diesmal alles. Der kann alles lernen. Wie? Was? Wieso das denn? Okay. Kriegt mehrere Punkte pro Level. Du bis Stufe 10, und Stufe 10 musst du halt ihm für jedes Level eine Tapfenzwiebel geben. Wenn du ihm halt eine Tapfenzwiebel gegeben hast, dann levelt er wieder normal. Dann levelt er wieder normal weiter und er lernt 3 Fähigkeiten. Aha. Jetzt soll ich die Viecher auch noch töten? Ist das dein fucking Ernst, Typ da? Komm mal klar mit deinem Leben! Gucken betritt Schindellaber Ecke. Oh, dann gehe ich noch fix Experte. Will wer mit? Mal suchen.
Dann melde ich an. Hm. Okay, 13% unterbrechen. Kommen die?
Ja, wenn wir fix was essen. Na jo, gut. White Man. Typisch Franzose. Wieso? Was hat denn der Franzmann gemacht gerade? Irgendwas Lustiges? Nein. Während ich die Mobs zusammen gepult habe, Argo gezogen. Unbedingt beim Laufen Schaden machen wollte. Gerade der Healer. Ungünstig. Nee. Der ist halt so ein Morbul, der bleibt halt öfter mal stehen und bewegt sich dann nicht mehr und dann ist der Highlight auch stehen geblieben. Ja. Und hat dann ganze Steine geworfen, während ich schon irgendwo sonst war und schon 15 andere Mobs gepult habe. Steht ja noch irgendwo am Arsch der Welt und hat Steine auf dem einzelnen Morbul. Nee. Also nicht zu gern gesehen. Und dann kommt er angelaufen und hält mir den Morbul-Atem ins Gesicht. Oh, bist du nett! Oh, ist der nett, ey, den hätte man so gerne eine batschen müssen, hä? Mhm. Ne? Also. Wenn mein Kumpel, der Lady Weibenbeißer, on ist, dann verlängst du Felix, dass er gut heilt, wenn er das hier sieht.
Ja, keine Ahnung, wie weit er mit dem Content jetzt ist, aber ich glaube, wenn ich einen Titanen jetzt bald umgeklatscht habe, dann muss man auf demselben Level wieder sein. Ist er ausgesperrt, der Maschinist? Hat der wieder eine richtig geile Gruppe bekommen? Nee, hat's doch geschafft. War da nicht eigentlich irgendwas mit zum Boss teleportieren? Mobs dann halb tot und dann kommt der Maschinist wieder an. Da geht mir richtig auf den Sack, geht nach jeder Mob-Gruppe, nach jedem Boss auf K. Das ist der Franzose? Nein, das ist Deutsch. Okay. Also die Gruppe, wo du drin bist, scheint ja ziemlich interessant zu sein. Franzose heilt hoffentlich sinnvoller. Mhm. Er schon Damage macht. Oh Mann, du bist echt so ruhig. Du schreibst nichts. Machst du? Ich dachte, jetzt kommt ich bin zu müde und zu rage. Nee, nee. Genau. Das ist die richtige Einstellung. Was zum Teufel tue ich überhaupt gerade? Wenn du mir jetzt wenigstens nicht sagst, wie ich zum Titan komme, ey. Junge.
Wie viel hattest du drin? 50 Stück. Ja, top. Auch mehr Poliermittel. Ich hab's geschafft, ich hab den Ziegendämon besiegt. Yay, nice. Wie viele Versuche? Gar nicht mehr gezählt. Okay. Hat mir einfach nur frustriert, diese scheiß Kröte an dem Kampf. Ich hab den letzten paar Male halt angefangen, schon Brandbomben über die Mauer zu werfen. Das Gute ist, einen hat getroffen von 49 Stück. Ja, cool. Und einen hat einen Hund gekriegt. Wenn die Legion jetzt unterstützen, wird alles gut. Was der LB? Ich fange schon mal an einzuladen. Bist du jetzt mit mir? Der nächste Boss, den ich machen muss, ist der Klaffdrache. Fuck. Jetzt. Was ich jetzt vertan halt teilnehmen. Zu lange her. Ach ja. Bisschen. Muss noch Prinz von Lothric. Dann bin ich ja schon fertig, ne? Schön, so kleine 8 geschaut eben. Du warst schon in 16 Bit. Nur 7 bei den DLCs noch. Nein, wir müssen da vorne hin. Leere Ringschale. Ach schon. Würfelt er bestimmt Bedarf drauf, oder? Jo. Natürlich kein BS. Keiner. Du
Gut, also was müsste ich denn jetzt kaufen noch für einen Samu? Die Schuhe brauche ich, ne? Und die Brust. Ende kommt als letztes, weil da habe ich ja Diamond. Verdammt, was kostet die Brust, kosten die Schuhe 4,95? Mhm. Schade, fehlen 30 Punkte. Schade. Alter, noch mehr schlechtes Wetter. Was? Im Neuschuh. Muss dann aber morgen aber, oder? Da wo bin ich schon. Ja gut, nachher nach. Wenn ich zu Titan reingehe. Gut, hier haben wir trotzdem dafür. Was brauchst du eigentlich noch? Ja gut. Können wir ja sagen, wenn Ohrringe kriegst du und am liebsten bei mir eigentlich der Gürtel, weil der halt 6 Bücher kosten würde. Ja, die kann ich dir überlassen. Dann kann ich nächste Woche auf jeden Fall, wenn jetzt der Gürtel mal droppen würde, könnte ich nächste Woche ein anderes Teil kaufen für Bücher. Das wäre schon schön. Sauwetter. Geschlossen. Da oben. Was? Wie soll ich das? Manu macht hier Ninja. Mhm. Also sind wir gleich mit 4 Milis da drin? Ich glaube, ja. Oh mein Gott. Ja, also wer als erster failt, macht den Limit, ne? Ist ja klar. Ja, auch wenn Manu den Trick Attack failt, muss der dann eigentlich ansagen und so. Ja, als Ninja ist es, glaube ich, der Ninja oder Morgens ist der größte Undank des LBN. Hm, ja, wir gucken mal. Wie gesagt, wenn ihr nicht failt, macht dann den Limit. Also mit meiner Static war das halt immer so, der Mini, der failt, macht den Limit und sonst wird man konnte ich gelimitet. Wenn keiner failt, dann braucht man auch kein Limit. Das ist quasi nur der Strafzug. Hm? Bitte? Ach, du meinst hier diese, ach, Siso war das, der sie so schön benannt hatte, ne? Wie hieß die? Die Sichel? Ja genau, aber wir hatten ja über dieses Kräuter-Ding gesprochen. Mörser. Nee, das ist ja kein Mörser. Mit Mörser. Oder Sichel. Also ich hab's als Sichel betitelt, du hast es irgendwie als was anderes bezeichnet. Genau. Messer. Ich komm nicht auf das. Das ist so ein Hackmesser. Aber ich komm nicht auf. Da gibt's bestimmt einen richtigen Namen. Ja, warte. Kräuterhackmesser. Ja, klar, aber. Ach jetzt, ja. Ich sag einfach mal Google Kräutermesser und dann mache ich was. Ja, dies. Ja, das ist ein Wiegemesser, genau. Ein Wiegemesser heißt das. Ja, wo man nur so hin und her schwenkt zum Schneiden oder so. Ja, genau, was, ne? Weil wie eine Waage, denke ich mal, darum heißt das Wiegemesser. Das ist der richtige Name dafür. Das ist ja ein richtiges Bildungsprogramm heute. Da will einer sagen, in Videospielen lernt man nichts. Eben. Also ich habe in Videospielen mehr Englisch gelernt als in der Schule. Dich? Ja. Ein Kumpel von mir hat immer GTA gezockt und da den Talkradio angehabt und hat sein Englisch da gelernt. Ja. Ich hab's ich hab's angefangen, indem ich halt Wissenschaftssendungen auf Englisch geguckt habe, wie zum Beispiel Resource. Und dann kommt man auch mit dem Sprachfluss von denen ziemlich gut klar, wenn die etwas schneller reden oder so. Dann hört man das mit und lernt das.
Ein guter Freund von mir, der hat irgendwie mit 10 Jahren oder so schon angefangen, Online-Spiele zu spielen. Da wo es einfach teuer war, sein musste, reiche Eltern und so. Und damals gab es ja quasi gar keine deutschen Server, weil alle anderen großen Multimedia-Server und so und etwas. Hat seine Spiele aufgehabt. Nur an der Zeit, weil er quasi mit seinem Schwester mit seinem Kopf so krass. Skylara Graf Pierre betritt den Server. Skylara Graf Pierre betritt Channel Lava Ecke. Oh, Sky. Psycho ist doch da. Also fällt K oder was? Ja, K fehlt. So, ne, weil Manu und ich heute Mittag drüber gesprochen hatten, wer überhaupt von beiden fehlt. K. Manu hat so eine tolle Excel-Datei und guckt nicht rein. Immer wurde das gesagt, ne? Nee, weil Manu hatte im PF ja Dark Knight und Krieger gesucht, darum ging ich davon aus, dass Kay nicht da ist, aber ja, genau. Pyra Patrick betritt den Server. Ich bin sicher, ist sehr komisch. Pyra Patrick betritt Channel Lava. Ich bin immer noch fast der Raum. Es wurde ein Wechsel zu Channel Raid. Würdest du? Von Ixi, wo sie gestreichelt ist. Oh. Ich brauche so. Sie sucht immer noch. Psycho betritt den Server. So, jetzt geht's den Titanen an den Kragen. Gut, also Ixi suchte sie an mir gerade so. 0 auf 15. Oh. Ich glaube, Ixi muss sich da erstmal hier seine Hörner abstoßen. Das sieht er doch. Wenn man jemand mitmachen will. Psycho betritt Channel Lava Ecke. Hallo. 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 Doch, jetzt hab neu eingeladen, oder? Der ist auch noch kurz warm. Nee, der ist auch AFK. Hab ich schon. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Glück habe ich auch noch vorher gut gegessen. Klar, guck. Warte. Da. Kannst du mir noch etwas anderes machen? Yay! Komm mal, Spuckwurst.
Bis dahin muss man kicken, welcher von dem Schwund Speed gibt. Jetzt von dem den hat Speed gegeben. Weil ich bin ja noch zu langsam. Ja gut, das ist ja nichts Neues. Ich will vom Skill Speed. Das stand ja gerade nicht zur Debatte. Hat beides kein Speed, oder Scheiße. Man muss aber Speed Food essen. Jetzt einfach anders machen. Alt F4? Mhm. Nimm einfach eine Hellseher, Matthias. Klatsch einfach. Kämpfarbeit. Krieg bei 700 Speed. Lore Cooldown liegt bei. Acht immer noch scheiße. Hm. Ach schon, das Bogen kommt ja als Bogen mit. Ja. Also die Tsukuyomi durch noch ein bisschen besser. Die haben 200 Speed. Übrigens soll gerne eintauschen. Wenn zwei Kills. Also, ich das Boden an, ich glaube, es ist auch noch viermal. Das ist fünfmal, das war schnell. Ich hab schon mal 7 Kills. Ich hab schon mal ich danach die Munition geringer an aus, auch mein Stärker. Was Stärke willst du ja haben? Ja, wo das haben, Stärke willst du doch haben. Ja, und ganz viel Crit. Und Entschlossenheit. Das kriege ich halt nur über meine Crafted. Kann es irgendwie sein, dass heute keiner Lust auf den Titan hat? Das dauert immer ein bisschen. Ja, ich habe jetzt gerade über 5 Minuten schon gewartet. Ich habe das Ding nochmal neu initialisiert, aber naja. Es muss dann einfach warten. Wenn du, es kann auch mal länger als 5 Minuten dauern. Das ist normal. Jetzt kommen wir schon unten. Ich scroll mich auch schon runter. Ja, Pyra Patrick, Manu wechselt zu Schendelred. Nagisa Laura wechselt zu Schendelred. Skylar Graf Pierre wechselt zu Schendelred. Psycho wechselt zu Schendelred. Steinschild wechselt zu Schendel EFK Lang. Thank you.
Halleluja, es melden sich ja doch welche freiwillig zum Vernichten. Ey. Komm, der letzte Angreifer noch. Freundchen. Love Demon betritt den Server. Love Demon wechselt zu Channel Raid. Oh. Ernst, jetzt komm endlich hier und mach 2 von 2. Nein. Oh. Junge. Geht doch. So, und jetzt wird Titan geklatscht.
Das doch nicht so zu sein, dass Schildpass nur für die Hände da zu tragen, das könnte auch nicht so sein. Gut, ich dachte, ich soll Damage machen. Hat mir der Leader letztens gesagt. Doch. Der ist gerade wieder umgefallen, einer. Alter! Stopp! Steinschild getrennt von The Server. Es ist da wirklich ein Drama mit der Gruppe heute. Was zur Hölle? Bergsturz weg da. Ja, alle weg da. Alter, der Sound.
Abhauen. Aber auch an.
auf dich, Maxwell. Endlich! Gibt's doch nicht! Nicht weh! Boah, bin ich gerädert gerade mit diesem scheiß Mistbrocken. Raus hier. Alter. Nope. Das sehe ich nicht so. Mitkommen. Also, du bist auch nur noch eine Minute da. Dann mache ich ab hier. Dann... Pause etc. und muss auch mal arbeiten heute. Bumm, aua, AKW. Lass mich in Ruhe. Lass es. Also, bis später.